Neues Jahr, neues Glück. Oder neues Buch eher. Neues Buch. Jawohl, ich habe den Anfang gemacht. Ja, denn du bist ja der geborene Anfänger. Stimmt, richtig. Neues Buch. Genau. Das Video soll ja nur ein kurzes Infovideo werden zu diesem. Ja, kann ja auch durchaus länger werden. Ja, wie sagen wir mal. Wir sagen ja so ein 5-Minuten-Video. Haben wir das gesagt? Ja, ja gut, okay. Kurz und knapp. Naja, ich dachte eher, okay, alles klar. Wir erzählen mal, was wir sagen wollen und dann schauen wir, wie lang das wird. Okay. Also, neues Buch. Jetzt sind die ersten drei draußen und unser Fazit ist so ein bisschen, okay, die sind gut, wir sind zufrieden damit, aber... Wir können noch mehr. Genau, und das hören wir mit dem nächsten Buch, das wirklich ziemlich anders wird. Demonstrieren nicht unbedingt den Lesern an sich, sondern auch uns, ja, sagen wir mal. Insofern, dass es auch ein Experiment sein wird. Mhm, ja. Experiment, weshalb? Weshalb Experiment? Weil wir das Buch gemeinsam schreiben. Also richtig, wirklich gemeinsam, wir sitzen beide vor dem Computer und schreiben gemeinsam. Wir sitzen nicht vor einem Computer, sondern wir haben... Vor zwei. Genau, wir haben ja so ein schönes PC-Zimmer, ist sehr schön dort. Könnte aber noch schöner sein. Aber es geht ja nicht ums PC-Zimmer, sondern jeder sitzt vor seinem Rechner und wir arbeiten dann einem Google Drive Dokument. Ja. Stichwort Google Drive eben. Ja. Jeder sieht, was der andere gerade schreibt und das ist der Vorteil, während der eine schreibt und vielleicht irgendeine Frage hat oder etwas wissen muss, du, wie ist das dort beschrieben worden in jenem Buch? Guck mal nach. Dann kann der andere das nachschauen. Oder mal etwas notieren. Anpassen, notieren oder im Internet nachschlagen für eine genau, während der andere weiterschreibt. Das genau, ist natürlich super Arbeitsteilung. Und das hat sich in den ersten drei Tagen, dreieinhalb, fast gestern war ich ein bisschen weg vom Fenster, aber da war ich todmüde. Aber okay, hast du auf Linux gewechselt also? Ungefähr. Alles klar, alles klar. Aber jetzt? Es ist auch insofern ein Experiment, weil die Vorratsbücher, die wir hatten, die Vorratsbücherspeicherung quasi, ist jetzt vorbei. Also WG und die Klauen und die Stadt am Abgrund haben wir alles vor 5-6 Jahren begonnen und das lag sozusagen ein bisschen das in der Schublade. Ja, genau, das hat gut bei die Stadt am Abgrund war schon noch am Überarbeiten und so weiter, aber das waren schon Texte, die schon vor 2 Jahren die waren da schon bereit. Genau. Und das ist beim jetzigen Buch nicht so. Das haben wir wirklich... Genau, das haben wir erst vor einer Woche begonnen. Mhm. Also Montag begonnen. Unsere Vorbereitungen hielten sich auch ziemlich in Grenzen. Und das sind jetzt, wenn wir von Grenzen sprechen, nicht amerikanische Grenzen oder kanadische, sondern eher so Liechtenstein. Also wir haben nicht viel vorbereitet für dieses Buch. Wir haben klar den Plot. Wir haben den Plot und die Figuren. Genau, Figuren halbwegs. Da könnte noch sein, dass noch was dazukommt, aber die wichtigsten Figuren haben wir. Absolut, ja. Ist auch ein Vorteil, wenn wir plötzlich eine Figur brauchen, sagt der, der gerade am Schreiben ist, direkt, du, ich brauche da eine Figur und dann, okay, ich mache dir eine. Okay, ja eben. Geht so in die Richtung. Eine kurze, flexibler und wir überraschen uns ein bisschen auch selber. Das stimmt, das stimmt. Es gibt uns ja dann noch so, auch für uns hat das mehr Zug, das Ganze dann. Es ist nicht nur ein Schreiben eines Plots, der uns schon in bis ins letzte Detail schon bekannt ist, sondern wirklich von wirklich etwas Neues oder vielleicht denkt man sich aus dem letzten Plot, das man gerade geschrieben hat, oh, aber da könnte man noch das und das Hindernis einbauen. So ist es ja. Weil bisher haben wir auch wirklich nicht nur das Buch durchgeplottet, das heißt, wir wussten nicht nur, wie was die Geschichte geht? Ausgeht, sondern auch, was in jeder einzelnen Szene genau passiert. Wer mit wem spricht, zum Teil wer was sagt in einem Gespräch. Haben wir zuvor alles festgelegt. Was sie trinken und so weiter. Ist jetzt nicht der Fall. Jetzt haben wir wissen, was grundsätzlich in der Szene passiert oder um was es in dieser Szene geht. Mhm. Der genaue Handlungsablauf in der jeweiligen Szene. Was wir uns noch haben, sind so... Von der Seitenanzahl her so eine ungefähre Richtlinie, genau. Aber nicht mehr. Genau. Ja, und wir können uns wirklich in jeder Szene ein bisschen überraschen, was geschieht jetzt.
Und bis jetzt, gut, ist vielleicht ein bisschen früh, dass wir das erste Fazit. Ja. Aber trotzdem, es klappt gut und man macht sich Gedanken, okay, jetzt muss ich dort und dorthin. Und wenn man noch mehr zusammenarbeiten könnte, noch flexibler, wenn eine nicht gerade einschläft und der andere schreibt, sollte es noch besser gehen. So wie du gestern quasi. Ja, genau, da war ich jetzt wirklich. Wobei gestern sind wir ziemlich weit gekommen. Trotzdem, ja, aber das meiste hast du da eigentlich geschrieben. Okay, alles klar. Ich habe es nur abgesegnet. Ich bin gestern sehr weit gekommen in unserem gemeinsamen Buch. Und ich bin sehr weit mitgekommen beim Absegnen des Textes. Ja. Ja. Du warst gestern der Ja-Sager, Jim Carrey. Ja, Jim Carrey. Was ist auch noch speziell an diesem Buch? Es ist zum ersten Mal eine direkte Fortsetzung, könnte man sagen. Aber ist immer noch selbstständig zu lesen. Also es ist die Fortsetzung von Die Wege des Königs. Richtig. Und wenn ich sage, um wen es hauptsächlich geht, ist es wohl kein Spoiler, weil das wird allgemein bekannt sein, wenn man das Buch kauft, beziehungsweise wenn man den Klappentext liest. Genau, richtig. Es geht um Larrat. Um den guten alten Larrat. Ja, das alte Scheißhaus. Diesen alten Sympathiebolzen. Ja, es geht um den. Und es schließt ziemlich direkt an Weg des Königs an, aber wie gesagt, das neue Buch lässt sich auch lesen, ohne dass man die Wege gelesen hat. Wir achten darauf, dass die Figuren neu eingeführt werden, kann man sagen. Mhm. Genau. Wenn man Wege kennt, wird man natürlich gewisse Dinge wiederkennen. Oder ein paar Schmunzler drin haben oder in Erinnerung. Genau. Gibt es Erinnerungen? Ach ja, stimmt. Das aber es steht wieder für sich alleine. Und was ja noch neu sein wird, ist ja, dass es als Taschenbuch rauskommt. Genau. Es wird auch nicht so umfangreich wie die anderen Bücher. Also sicher nicht so wie Stadt am Abgrund. Es wird ein bisschen dünner als die Klauen. Ja. Also ja, ein Stück dünner. Etwa 300 Seiten haben wir uns zum Ziel gesetzt, so dass man das mal. Es soll so ein bisschen ein Einstiegsbuch auch werden in Stall und Feder. Es wird weniger intrigenhaft, wobei hat sicher auch drin. Es hat schon Intrigen. Es wird aber düsterer, actiongeladener, ohne allerdings auf typische Chronik-Elemente zu verzichten wie ein bisschen Gesellschaftskritik. Ganz im Gegenteil, haben wir sogar ziemlich viel drin. Ich denke fast, wir haben in diesem Buch fast am meisten. Ja, das stimmt irgendwie. Und trotzdem ist es reduzierter, könnte man vielleicht sagen. Es ist kompakter. Mhm. Es ist alles kompakter. Mann, ich dachte, du hättest dein Handy auf Flugmodus gesetzt. Ich raste auch aus. Dachte ich auch, Entschuldigung. Live vor der Kamera raste ich aus. Dann hast du mal schön. Ja, sehr schön. Wer rastet, der rostet. Reduzierte aufs Wichtigste getrimmt? Ja, könnte man so sagen. Aber es beschleunigt natürlich auch den Erzählmodus. Also die ganze Erzählung beschleunigt das ein bisschen. Ja. Hat vielleicht also es ist doch nicht so, dass wir einfach was hinschluddern, irgendwas hinrotzen oder so. Gar nicht. Was fehlt, was da drin nicht kommt, sind diese Längen vielleicht noch ein bisschen. Das stimmt. Wir haben wirklich darauf verzichtet und jede Szene treibt die Erzählung voran oder nutzt zumindest der Charakterdarstellung. Wirklich kompakt. Ja, kompakt, das stimmt, reduziert. Was hast du vorhin noch gesagt? Beschleunigt, genau. Das auch, genau. So ein Einstiegsbuch werden. Es ist auch eine Art, wenn man ein bisschen aus Händlersicht das Ganze anschauen will, eine neue Produktkategorie, weil das Taschenbuch wird es für 12 bis 15 Euro Franken zu kaufen geben. Genau. Das heißt, jemand an der Fantasy Basel, nenne ich jetzt mal, der schon 40 Franken, 50, 70 Franken Eintritt bezahlt hat, der kann dann sagen, okay, ich will nicht 30, 40 Franken für ein Buch ausgeben, sondern 15, okay. 15, das liegt noch drin. Ist vor allem für mich, je nachdem, auch eine neue Welt. Ich habe da von diesen zwei Vollhonken noch nie was gehört. Genau. Was schreiben die denn überhaupt? Und dann nimmt man vielleicht das kürzere Buch. Genau. Ja. Haben wir uns natürlich, bevor wir angefangen haben zu schreiben, auch überlegt, dass das
ganz gut sein könnte, so ein kürzeres Buch, sagen wir mal. Ja, den Titel haben wir auch schon, sehr wahrscheinlich. Ja. Zu 99% genau. Lautet der Titel. Kurz, knackig, die Dämonenkirche. Und ich finde ich geil. Finde ich auch. Finde ich super. So ein bisschen Eigenlob und so. Wobei, du hast ja den Titel gebracht, ich darf ihn loben. Das ist dann kein Eigenloben. Kurz und knackig und... Interne Bezeichnung, Schreckensherrschaft. Mhm. Aber die Dämonenkirche gefällt mir doch ein Stück besser und ist, ja, kurz, knackig, wie das Buch auch und, ja. Passt. Passt. Okay, ich glaube, es passt auch, was dieses Video angeht. Genau, haben wir, glaube ich, schon ziemlich alles gesagt. Jo. Sonst können wir immer noch Infos nachposten. Genau, und ich bin gespannt, wenn wir dann mit dem Buch fertig sind. Das soll spätestens Ende März fertig sein. Aber da wir wahrscheinlich schon fast 10%, 10 bis vielleicht 8 bis 10% geschrieben haben in 3 bis 4 Tagen. Mal schauen. Auf jeden Fall machen wir dann nachher sicher noch ein Fazitvideo zu diesem Buch, wie es jetzt wirklich gelaufen ist. Wir dürfen uns jetzt aber doch nicht noch das Einwurf nicht hetzen lassen, weil wir unbedingt schnell fertig werden wollen, sondern also die Qualität muss zügig, aber nicht hetzen. Und ich glaube, das kann man gleich weitergeben. Macht es zügig, aber hetzt euch nicht in der heutigen Zeit und alles. Und don't be hasty. Nicht so wie diese Kerze dort drüben. Die ist ja total im Stress, wie die flackert. Mein Gott, man könnte meinen... Die hat noch einen Termin. Ja, genau. Sie müsste von einem exploitierten AKW davon rennen. Alles klar. Okay. Wir haben ein bisschen über das neue Buch erzählt, was es uns bedeutet und wollen damit schließen, ne? Jo, ist okay. Klar. Okay, also, okay. Macht's gut. Bis dann. Tschüss, Leute.